Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren OneFlow-Tutorial betreffend der Parametriersoftware PASO. Heute zeige ich Ihnen die Rampenfunktion. Die Rampenfunktion dient dazu, ein Hydraulikventil optimal auf die Systemanforderungen anzupassen, sprich bei hohen Lasten die Schaltzeiten entsprechend anzupassen. Dazu verwenden wir unsere bekannte PASO-Software. Hier sehen Sie das hat einen Hauptbildschirm, hier das Eingangssignal, dann die internen Signale, die auf der Karte selber generiert werden und hier auf der rechten Seite den Ausgangsstrom, der entsprechend zum Ventil führt. In unserer heutigen Anwendung habe ich ein Sollwertsignal, das sich zwischen 0 und 10 Volt umschalten kann. Das erzeugt mir dann intern ein Signal von 100 oder 0% und auf der Ausgangsseite entsprechend 100 mA oder 900 mA. Im Moment ist die Rampenfunktion ausgeschaltet, erkennbar am roten Kreuz da. Das heißt, wenn ich jetzt einen Sprung mache von 0 auf 100%, habe ich sofort auf der Ausgangsseite die 900 mA, beim Ausschalten sofort die 100 mA. Mein Ventil wird also ohne Verzögerung ein- und auch ausgeschaltet. Grafisch sieht das Ganze dann so aus, wenn ich das starte. Das Blaue ist mein Eingangssignal, das Rote das Signal, das zum Magnet rausgeht. Der Eingangssprung wird sofort nachvollzogen vom Magnet und auch beim Ausschalten, der Magnet schaltet sofort entsprechend aus. Wenn wir uns das an unserem Hydraulikmotor anschauen, wenn ich einschalte, dreht er sofort mit der maximalen Geschwindigkeit. Wenn ich ausschalte, bleibt er abrupt stehen. Wenn ich nun große Lasten habe auf meinem System, kann das zu Druckspitzen im System führen. Ich kann irgendwelche Komponenten in meinem System können kaputt gehen. Also es ist nicht eine optimale Einstellung an meinem System. Ich müsste die Schaltzeit des Ventils entsprechend verzögern. Dies kann ich machen mit dieser Rampenfunktion. Ich gehe dazu mal in den Rampengenerator rein, schalte die Rampenfunktion ein und stelle da zum Beispiel mal eine Rampe auf von 2 und eine Rampe ab von 5 Sekunden ein. Rampe auf heißt, die ist aktiv, wenn der Strom größer wird, entspricht also einer Startrampe. Rampe ab ist aktiv, wenn der Strom kleiner wird, entspricht also einer Bremsrampe. Wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen hier, wenn ich meinen Sprung mache beim Eingangssignal, habe ich immer noch sofort 100% oder 0%, das bleibt gleich. Auf meiner Ausgangsseite habe ich jetzt jedoch beim Einschalten, dauert es 2 Sekunden, bis ich auf dem E-Maximum oben bin. Wenn ich ausschalte, dauert es entsprechend 5 Sekunden, bis das Ventil auf 100 mA unten ist. Grafisch dargestellt, wenn ich das Ganze wieder starte hier, Sprung auf meinem Eingangssignal, erzeugt das 2 Sekunden verzögerte Signal hier auf dem Magnet, beim Ausschalten entsprechend 5 Sekunden, bis das Ventil ausgeschaltet ist. Wenn wir uns das an unserem Motor anschauen, wenn ich das Ganze einschalte, beginnt der Motor langsam zu drehen. Wenn ich ausschalte, bremst er schön sanft ab, bis er ganz langsam anhält. Das heißt, ich habe jetzt mein System geschont. Ich habe keine Druckspitzen drauf. Ich betätige alles sehr schonend. Eine optimale Einstellung für mein System. Bei diesem Rampengenerator kann ich noch weitere Einstellungen betätigen. Ich kann zum Beispiel auch für den zweiten Magnetausgang eine Rampe einstellen. Also wenn ich ein 2-Magnetventil habe, zum Beispiel 2 Drehrichtungen an meinem Motor, kann ich auch für die zweite Drehrichtung eine Rampe einstellen und die kann absolut unabhängig oder auch anders sein als die Werte auf der ersten Rampe. Weiter kann ich die Rampe jederzeit ausschalten. Das heißt, auch wenn ich jetzt die Rampenzeitparameter noch aktiv habe, wenn die Rampe ausgeschaltet ist und ich jetzt ein sprunghaftes Signal mache, dann habe ich keine Rampe
auf meinem System. Das Ein- und Ausschalten kann ich auch über ein externes Signal machen. Ich kann zum Beispiel hier auf extern setzen und dann sage ich, Digitaleingang 4 bestimmt nun, ob die Rampe aktiv sein soll oder ob die Rampe nicht aktiv sein soll. Sie sehen, ich kann sehr einfach die Rampenfunktion für mein System optimieren, damit die Hydraulikkomponenten optimal arbeiten auf die entsprechende Last, auf die entsprechende Auslegung meines Hydrauliksystems. Selbstverständlich ist diese Rampenfunktion auf allen unseren Elektronikkarten vorhanden, sprich auf der ST7-Karte, auf der DSV-Elektronik, auch auf der TD2-Steckerelektronik und natürlich auch auf der Mobilelektronik MD2. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns oder schauen Sie auf unserem Kanal die weiteren sehr interessanten und spannenden Tutorials betreffend den PASO oder weiteren Wandflu-Produkten an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.